Willkommen zu Nirgendwo spielt. Im Tomb Raider bin ich jetzt hier in einem optionalen Herausforderungsgrab und ganz offensichtlich komme ich nur hier weiter. Jemand hat Werkzeuge versteckt und provisorische Waffen. Wir können nicht mehr warten, bis unsere Brüder außerhalb der Mine ihren Widerstand beginnen. Die Sowjets haben etwas entdeckt, das sie noch mehr wollen als das giftige Erz. Sie haben die Geschichte unserer Ahnen entdeckt, ihre Gräber entweiht. Das ist das letzte Unrecht. Erst dachten wir, die alten Wächter kämen hervor und bestraften unsere Peiniger. Aber jetzt erkenne ich, dass wir das Instrument der göttlichen Rache sein müssen. Wir sammeln unsere Kraft, verstecken Hacken und Äxte. Sehr bald werden die, deren Kraft noch reicht, sich erheben und unsere Unterdrücker hier begraben, bevor sie unser Gestern und unser Heute auslöschen. Okay. Fähigkeitspunkt. Doppelschuss. Upgrade verfügbar. Ausrüstung. Schauen wir mal. Und Waffen-Upgrades verfügbar. Da kann ich jetzt drauf springen. Ich weiß nur noch nicht, was mit dem Upgrade klingt. Ah, so kann ich machen.
Aha. Ja. Irgendwie von der Seite wahrscheinlich dahin kommen. Da ist es. So nah. Ich muss einen Weg hineinfinden. Als das Uranerz fast erschöpft war, fürchtete ich um das Ende unserer Operation. Aber als wir ans Schachtende kamen, griff das Schicksal ein. Wir fanden eine Kammer bei einem Einsturz halb zerstört, aber eindeutig menschengemacht. Die Artefakte darin sind uralt, beinahe 1000 Jahre unberührt, seit das Grab versiegelt worden war. Wir verstärken unsere Bemühungen und statt Erz abzubauen, suchen und bergen die Arbeiter jetzt Artefakte. Die Talbewohner, deren Widerstand schon gebrochen war, sträuben sich dagegen, so als wollten sie nicht, dass jemand die Relikte sieht. Wir müssen wohl an einigen jungen Männern ein Exempel statuieren, bevor ihre finsteren Blicke zum Meer führen. Okay. Da komme ich nicht. Das war schon mal eine blöde Idee. Das ist eine blöde Idee. Hier, geschafft. Das Wasser ist blockiert. Verdammt. Ich muss es irgendwie dauerhaft absperren. Ist da noch drin? Ein Auslösemechanismus für eine Bombe. Es ist die gleiche Handarbeit. Er muss die erforderlichen Teile sehr lange gesammelt haben. Weg. Ich muss jetzt irgendwie wieder dahin. Ich
so nicht. Noch ein Wandbild. Dies hier scheint ein Mythos über die Herkunft des Propheten zu sein. Irritiert mich jetzt. Aha.
Das war's gewesen. Und wir sind drin. Die Arbeiter hatten wohl irgendwann genug. Jetzt hoch. Stein. Haben Sie das Ding herausgezerrt? Ein alter Kodex. Eine philosophische Erörterung der Kraft des Bewusstseins. Neue Fähigkeiten. Das ist der Bacher auch. Das ist natürlich cool. So. Kann ich sonst was mitnehmen? So viel beschädigt. Die Amateurausgrabung, dazu der Einsturz. Aber es muss mit dem Propheten zu tun gehabt haben. Dieser Schacht scheint der erste Durchbruch gewesen zu sein. Er sollte auch hinausführen. Und einmal fröhlich ziemlich weit hoch. Ah, das ist der Weg. Aber wie komme ich jetzt hier raus? Das war schon mal nett. Hier komme ich her.
Das ist das optionale Herausforderungsgrab gewesen. Geht's hier raus jetzt? Nein. Da hinten bin ich reingekommen. Rauskomme. Da geht's nur wieder runter. Hier bin ich reingekommen. Jetzt müsste ich da hinten wieder raus. Und dann den anderen Weg nehmen und schauen, dass ich auf die Mine komme. Genau. So, jetzt haben wir es doch. Okay, dann machen wir hier das nächste Mal weiter.